Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chiki Boink. Wir spielen Portal 2 und dieser kleine süße Knutschknubbel ist der Firefox. Wo? Ja, hinter hier. Wo ist er denn? Wo denn? Hallo. Wir müssen ins Bonuslevel, denn wir haben ja... Die Story haben wir schon abgeschlossen. Ne? Genau, deswegen in der letzten Folge. Deswegen... Uah! Wo geht's denn hier hin? Ja, irgendwo hin. Und... Wusch. Oh, da sind wir. Genau. Da, wie viele tausend Levels gibt's hier? Gar keins. Kunsttherapie. Aha. Wir können nichts auswählen. Habe ich anscheinend auch nicht gespielt. Da müssen wir hier rein. Doch, ich habe es schon gespielt. Irgendwann mal. Ah, so. Okay, dann machen wir das doch einfach mal. Ja, wir fangen bei der 1 an. Und machen dann weiter mit der 2 und so, ne? Also, wäre jetzt mein Vorschlag. Jo. Und dann die 3 vielleicht. Das ist außerhalb der Hauptstory, ne? Das ist außerhalb der Hauptstory. Wir haben da jetzt die Testobjekte gefunden, also. Ach, die Armen. Ja. Willkommen in der Zukunft. Seit euren letzten Tests mit mir sind 100.000 Jahre vergangen. Ach so? Scheiße. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Ohne euch. Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Oh. Die Menschen wollten unbedingt, dass ich euch meine neuesten Werke zeige. Hier in der Zukunft, wo alle Menschen noch leben. Warte mal. Das erste Werk nenne ich Türme. Es zeigt, dass wir willenlose Maschinen sind. Ah, warte. Nach einfachen Regeln ich schick dir mal was. Zufügen, ja, schick mal. Es uns widerstrebt. Lasst euch aber nicht vom Subtext verwirren. Die wahre Botschaft lautet, sie schießen auf euch. Nochmal bitte. Ja, kommt. Oh. Was? Ein Turm hat das Ding gekillt. Was machst du denn da? Weiß ich nicht, ich stehe hier und warte. Ich hab'n. Okay. Cool. So. Ja, aber ich brauch den eigentlich, ne? Ach so. Damit ich das hier durchschießen kann. Ach so, wenn ich den brauche, dann kann ich mir den doch, ich habe hier hinten ja auch noch so ein... Ach Gott. Warte mal, ich nehme mir den noch mal kurz mit. Ah! Super. Super. Ach so, ich brauche bloß stehen bleiben, warte. So, pass auf. Ich schick dir mal was rüber. Ja, schick mal. Ja, cool. So, und ich glaube, jetzt brauchst du den gleich. Den. Na, du musst mich jetzt hier erstmal durchlassen. Ja, nein, aber du musst den ja, glaube ich, einfangen. Du musst da drüben ja was reinlegen. Guck mal. Ja, dann schick mir den mal rüber. Richtig, deswegen dachte ich mir, ich schicke dir einfach mal rüber. Schicken wir mal rüber. Kommt gerade. Kommt er jetzt oder was? Ja, der kommt. Okay, ich hab ihn. Und dann lass mich mal rüber. Ja, ich bin hier. Super. Prima. So. So, was ist jetzt mit meinen Gegnern hier? Mit den Gegners? Ja, die Gegner sind immer noch da. Das ist natürlich nicht so schön. Ah, ich weiß, warte. Ich weiß eine Idee. Moment. Ja, das war super. Das war echt gut. Nee. Aber. Nee. 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 Die Idee war gut, aber. Wie soll ich denn da. Da bist du. Ja. Ich komme hier nicht mehr weg. Ich guck, du kommst gar nicht mehr weg. Ja, außer ich springe jetzt in den Tod, dann geht das. Ach so, aber du brauchst ja auch den Würfel wieder, ja. Na, also ich kann mit den Würfeln nichts anfangen. Das ist schon mal Fakt. So, Achtung. Komm drüber. Ja, ich... Ja, das hilft mir jetzt nichts, weil ich bin ja... Ach doch, jetzt hilft es mir. Und du kannst mir den aber hier rüber schicken. Den Strahl. Du kannst mir den hier rüber schicken und dann mache ich die platt. Also wenn du den jetzt dahin schickst, den Strahl... Warte mal, ich könnte das so machen und dann so machen. Genau, und dann kill ich die Biester jetzt. Ah, von hinten.
Vorsichtig, fahr nicht. Ah! So. Oh, oh, oh! Wo bist du? Ich hab mich fast selber hier brutzelt gerade. Okay. Ja, geil. Okay. So, ja, wir sind getrennt. Oha, wo bist du? Hallo. Ich gehe jetzt erstmal nach da. Und drücke auf gut Glück diesen Knopf. Und da kommt irgendwas. Oh, eine Kugel. Geil. Und diese Kugel schicke ich dir jetzt mal rüber. Ja, die brauche ich nämlich. Warte. Ich schicke dir die mal rüber, ne? Da kommt sie. Wo? Da. Wo? Da ist sie. Und tschüss. Wo ist die denn lang gesprungen hier? Sie kommt dann nochmal, ne? Die kommt da aus deinem Loch raus. Jetzt geht sie da rein oder kommt sie da raus? Oder bleibt hängen. Hä? Ich mach mal nochmal. Was? Und jetzt kommt sie. Oh, die wäre fast wieder hängen geblieben. Ja, wie krieg... Ach, jetzt müssen wir sie wieder hier. Nein, oder? Multidimensional. Ach, wir müssen noch mal. Chiki, du, pass auf. Einmal muss da. Ich muss dann hier. Und muss Austritt da machen. Und du schickst ihn dann nachher da rein. Und er kommt dann da raus. Aber ich muss... In der Zwischenzeit muss ich hier aber viel laufen. Okay, warte, ich schmeiß den nochmal weg, den. So, der ist da. Der ist da. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ja. Ich hab... Jetzt ist er da. Cool. Ja. Das war doch mal Teamwork. So, jetzt habe ich schon mal die Cola hier. Kommst du rüber? Nee, doch, da. Ich komme darüber, genau. Na, siehst du. Oh. Perfekt. Uhu. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ja, ihr habt euch ja Zeit gelassen. Was? Dass wir es eilig hätten. Na, wieso? Es sind alles doch 100.000 Jahre ver... Was denn? Was passiert jetzt hier? Keine Ahnung, es hat so gemacht. Mysteriös. Ja, aber mysteriös, mysteriös. So, ich bin da. Da sind wir wieder. Oh. Das ist der Stampfer. Ein frühes, primitives Werk. Ich schäme mich fast ein wenig, aber es kann euch immerhin zerstampfen. Warm. Ich nehme mal hier das Ding hier. Und dann musst du da durch. Nee. Ich geb dir hier... Da... Ja, nee, doch. Ah, jetzt, das muss da oben hin, muss das. Also so und dann... Ach so, nee, das muss ich machen, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Warte mal kurz. Ich muss dir hier das verpassen. Nee, da. Okay, Achtung. So, jetzt. Ich gehe da mal hin, ne? Ja. Ich guck mir das mal an. Na klar. Wir gucken mal mit zu hier. Oh, wir sehen, was wir sehen. Wir sehen das da. Okay, jetzt haben wir sowas hier. Warum haben wir das? Ja, ist eine gute Frage. So war es jetzt auch nicht. Okay. Mhm. Aber wieso... Wieso war jetzt der Rote gerade... Hä? Was denn? Das verstehe ich nicht. Was denn? Wie kann es denn sein? Also, wofür brauchen wir die Lichtschranke? Damit das Ding da, das Schutzschild ausgeht. Hier geht das Schutzschild aus. Wann? Na, wenn ich so mache. Ah, okay, das macht Sinn. So, okay, und aber wofür brauchen wir dann die Lichtschranke? Wofür?
Wofür brauchen wir die Lichtschranken? Wofür? Ja, gute Frage. Ich überlege gerade. Mhm. Aber mir fällt so rein spontan nicht ein, warum. Was müssen wir denn hier machen? Ah, hier müssen wir hoch. Das ja, den müssen wir erst aktivieren. Und zwar hier mit dem Laser. Ah, warte mal, ich kann dich hier hochfahren lassen. Warte. Das wäre dann der blaue. Achtung. Nee, Moment. Ah, da kommt... Ah, jetzt... I understand. Guck mal, jetzt... Fahr mal... Geh mal hinten. Jetzt kannst du hochfahren. Du fahr mal hoch da. Ich fahr doch mal hoch. So. Cool. Aber wir müssen beide hochfahren. Ja, macht Sinn. Ist dann die Frage, wie man das macht. Auf jeden Fall mit einer Lichtschranke. Und zwar, was wäre denn, wenn die Lichtschranke, nimm dir mal die Lichtschranke da, oben. Ja. Warte mal, jetzt muss ich dich ja erstmal wieder da durchleiten. Geh mal erstmal rüber. Ja, ich hole mir mal die Lichtschranke. Machst du dir das Feld, holst die Lichtschranke und kommst erstmal wieder raus. Lichtschranke und ich bin raus. Genau. So. Die nächste Idee wäre, dass wir, gucke mal, die Lichtschranke setzt du jetzt dorthin. Die rote. Da. So. Und jetzt wäre nämlich mein Vorschlag... Achtung. So. Stoppen, dass ich da gestoppt bin. Okay. So. Und. Und los, schnell rüber. Wohin denn? Achso. Hier, zum Fahrstuhl, komm. Ich glaub, komm, ich schnell. Ich schaff's doch. Wow. Oh, das war ja jetzt dann... Lasst es auf euch wirken. Interagiert, als wolltet ihr es lösen. Es wäre das in der Zukunft noch von Interesse, was es nicht ist. Boah, die Sprüche. Ja, aber das war ein schönes Rätsel. Soll ja kommen, ne? Ja, soll ja auch verfilmt werden, ne? Das kann ich noch nicht ganz so verstehen, aber die Story an sich macht ja Spaß. So Cube-mäßig oder was? Weiß ich nicht, also halt so wie die Story halt. Diese Kammer soll verdeutlichen, dass sich durch eine künstliche Sicherheitsethik keine Erkenntnisse gewinnen lassen. Okay. Ihr werdet sehen, was ich meine. Okay, da ist so, ein Knopf. Ich habe hier was zum Rausschießen, geht gar nicht. Drück mal den Knopf. Da komme ich nicht hin. Weil, ich glaube, die Schutzschilder müssen hier aus. Doch, da komme ich hin. Oder? Nee, so nicht. Wie komme ich denn zu dem Knopf? Wie komme ich denn da hinten zu dem Knopf? Weiß ich nicht. Wenn ich doch da erstmal hingehe, warte mal, da so hin. Was haben wir hier Schönes? Guck mal da oben. Ich habe was gefunden. Ich muss fliegen. Flieg. Aber wir müssen irgendwie die Kraftfelder ausschalten. Also hier steht was von gekommen? Fliegen. Aber das macht ja auch keinen Sinn. Wie gesagt, die Kraftfelder müssen aus. Hm. Weil ich muss hier den Würfel rausschleudern. Ah, da oben kann man durch.
Und dann würde man da hinkommen. Oder nee, andersrum. Man muss von da irgendwie hier hinkommen. Ja, du durchschleudern. Dazu müsste ich aber auf die andere Seite gehen wahrscheinlich. Das sind die einzigen Sprungdinger hier. Ich guck mir mal es auch an hier. Das sind die einzigen Sprungdinger. Da. Und da hinten hin. Mhm. Oh. Oh, oh da ja. Ja. Gewöhnlich widerstrebt es mir, wenn persönliche Interpretationen in das künstlerische Werk einfließen. Aber deine Interpretation eines nicht säurefesten Testsubjekts war wundervoll. Oh, schön, das freut mich. Ja. Was ist denn, wenn ich den... Warte mal, wo wird der denn hingeschleudert? Nach da. So, und ich kann ja hier durchschießen. Nee, das geht nicht. Ah, siehst du aber mal, hier ist eine Plattform. Wo kommt denn die her? Da wirst du dann durchschießen können, das ist richtig. Ja, okay. Dafür müssen wir den Knopf aber drücken. Denke ich mal. Da komme ich aber nicht ran. Kommen wir da hinten an den Knopf. Dadurch. Wir müssen da irgendwie nach da oben und dann von nach da und dann kommen wir dahin. Das geht nur durch Schleudern. Aber die einzigen Schleudern sind die und die da drüben. Entschuldigung, ich habe ein Portal weggemacht. Nix mehr, okay. Nee. Oh, ich glaube, das wird eine harte Kopfnuss hier. Das ist definitiv nicht so einfach. Okay. Genug Speed, um hier drauf nach da zu kommen, habe ich nicht. Nee. Wahrscheinlich ist es total trivial, weißt du? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich übersehen wir irgendwas. Ja, ich habe was übersehen. Ich habe was gefunden. Was denn? Ich habe was gefunden und zwar... Kannst du raus? Durch die Schräge oder so? Kann hier unten hin? Ah, ich habe die Lösung. Jetzt musst du bloß mal treffen. Ah, okay, warte, ich muss den gelben mal hier machen. Das wird mir jetzt hier zu schnell. Wo muss ich denn hin? Warte mal, ich versuche dir zu helfen. Das Problem ist, ich kann dir bei den Portalen da drüben nicht helfen. Wo muss ich denn dann hinschießen? Warte mal. Springen wir mal. Bist du soweit? Achtung, ja. 3 und... Och, der hat's komplett da drüben hingeschubst. Oh, geil. Okay, das klappt schon mal. Ja, ja, aber ich musste dir jetzt dafür helfen. Das ist das Problem. Diese Kunstwerke sollen zum Mitmachen einladen. Ein Abenteuerspielplatz im wahrsten Sinne des Wortes. Denn die Säuregruben sind mit echter Säure gefüllt. Ja. Schön. Das ist das Problem, also, nämlich. So, einer müsste theoretisch beide Portale hier machen. Kann er aber nicht. Weil ich, du kannst oben die beiden nicht, du kannst die beiden nicht gleichzeitig machen, weil du kommst nicht rüber. Das heißt, korrekt. So, und derjenige muss aber auch hier rein, um dir zu helfen, dass du rausgeschleudert wirst. Ja. Es sei denn, man schafft es selber, aber ich glaube es nicht, dass man es selber schafft. Man muss ja erstmal auf die andere Seite. So, und sobald man nämlich hier durch die... Ich kann nichts tun. Ja, genau, weil...
Sobald ich nämlich hier rüberlaufe oder laufen will, kann ich hier zum Beispiel gar nicht mehr helfen, weil meine Portale dann weg sind. Aber du kannst mich hier wieder zurückholen. Ich kann also, hier das Portal setzen und du kannst mich eben zurückholen. Hol mich mal zurück. Okay, so, jetzt bin ich wieder da. Und hab den gelben habe ich jetzt auf der einen Seite, ne? Ja, okay. Jetzt muss ich den hier hin tun. Ja, so. Wie kommst du jetzt hier rein? Anders, du musst da rein. Gut, ich gehe da jetzt rein. Und? Du musst irgendwie das schaffen, dass du so beschleunigt... Also ich meine, ne? Was anderes wird ja nicht... Geht ja nicht anders. Oder... Warte. Ich hab glaube ich, eine Idee. Vielleicht reicht doch eins aus. Warte. Halt mal alles senkrecht. Ich bin senkrecht. Jo. Hat so. Gereicht. Jetzt hast du das Ding da drüben. Und jetzt kann ich den... Oh, die Cube bleibt permanent. Ah, ne. Das bleibt jetzt permanent. Doch, du kannst den Cube jetzt rüberschießen und ich kann da drüben einholen, oder? Na, ich muss ihn von da drüben abholen. So. Oder? Ich schieße den Cube mal rüber. Nee, warte. Vorsichtig. Ja, also wir kannst, verlieren ja nichts. Ja. Okay, jetzt ist er da. Alles klar. Ja, aber wie holst du denn ab? Okay. Ja. Wettet ihr vielleicht darum, wem von euch beiden die Säure mehr gefällt? Ja, mal kurz gucken. Normalerweise hast du den. Ja. Und den. Das Problem ist aber... Ich muss ihn jetzt fangen, während ich hier rüber schwebe. Ach genau. So, warte mal, wir können es wahrscheinlich wieder timen. Achtung. Einsammeln. Und. Das war okay. Anders. Ja, ich hab ihn wieder. Hast du? Ah, das war jetzt zu langsam, okay. Also kurz vor 1 muss ich losrennen. Ich habe bei 1 geworfen eigentlich. Scheiß. Okay, nochmal. Ja. Irgendwie geht das nicht. Also ich lasse immer auf Go dann los. So, Achtung. Ah, ich hab ihn. Na siehst du. Sehr gut. Gott sei Dank. Ihr habt alle Metaphern dieses Exponats in Rekordzeit entschlüsselt. Ich betrachte es als künstlerisch wertvoll. Das ist in Rekordzeit. Aber es ist schon wieder Teilzeit, Halbzeit hier. Kann man sich ganz schön festsetzen bei solchen Levels hier. Und am Bildschirm ist es immer einfacher, als es selbst zu spielen. So. Genau. Selber. Ja, aber wir können ja einen kurzen Päuschen machen. Genau. Ja. Und dann mal gucken, was sie jetzt gleich noch zum Besten gibt. Dieses Objekt heißt, ist eigentlich egal, wie es heißt. Hauptsache, du hast deinen Spaß. Genieße es so schnell du kannst. Ach so. Okay. Ja, irgendwie fällt ja alles auseinander und wir müssen zumindest irgendwie, bevor alles zum Bruch geht. Und was machst du hier? Springen, immer springen, ständig springen, springen. Spaß, Spannung und Spiel in der nächsten Folge. Und wir würden uns freuen, wenn auch ihr dabei seid. Wir wünschen euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.